Servus, Ländle CrossFit Community. Ich weiß, ihr habt schon länger nichts mehr von mir gehört und ihr hört noch heute nichts Gutes, weil wir hauen voll rein. Das ganze Workout zielt heute speziell auf den Core, auf die Glutes, also auf den Hintern und auf den Trizeps ab. Alles, was ihr brauchen heute, ist entweder eine Weightweste, in dem Fall meine 9 Kilo von Affenhand, oder einen Rucksack mit entsprechend viel Inhalt, vom Laptop bis zu den Büchern, wie wir im Video 1 von der Sarah schon gesagt haben. Und was wir noch brauchen, ist entweder eine Box oder in meinem Fall einfach ein Stufenwerk, wo wir Step-Ups machen können. Gut, fürs Warm-up habe ich mir überlegt, dass wir schön im KISS-Style das machen, also Keep it stupid and simple. Das Workout mehr oder weniger eh noch auf die Glutes und Trizeps und den Core geht, wärmen wir das jetzt spezifisch auf. Jetzt so habe ich mir ein Tabata überlegt, 8 mal 20 Sekunden on, 10 off, zwischen Air Squats und die kleinen Push-Up. Bei den Air Squats geht es zum selber schauen, dass wir schön tief gehen. Also Ass to the Grass und dass wir da aufrecht blieben, also nicht da vorne hängen, sondern richtig aufrecht blieben. Auf. Und bei den kleinen Push-Ups nutzen wir gerade unser Ups-Deckel, also unsere Box. Schöne Körperspannung, Hüfte gespannt, langsam rutscht bis zur Kante und wieder auf. Gut, beim Workout, also wie ihr seht, wir brauchen in Summe 500 Step-Ups. Und nach jedem 50. Step-Ups, also der 51., 101., machen wir 25 Box-Supported Dips. Step-Ups dürfte klar sein für alle. Fuß hoch, gerade, Hüfte gestreckt, Kniekehle gestreckt, tief, Wechsel, hoch. Tief, Wechsel, hoch. 50 Stück, nach den 50 Stück machen wir diese Dips. Schauen, dass wir da wirklich nur aus dem Trizeps schaffen und nicht da probieren mit der Hüfte mitschwingen. 25 Stück. Sobald wir die 25 haben, geht es wieder weiter. Box der Maus. So, als Core-Finisher habe ich mir auch ein besonderes Schmankerl aus dem Instagram-Zimmer gesucht und gebaut. Das Ganze besteht aus zwei verschiedenen komplexen Übungen, die wir jeweils eine Minute performen. Die erste Übung nennt sich Planking Box Step-Ups mit Sphinx Push-Up. Ich zeige euch die mal kurz vor. Wir gehen in diese Planking Position. Auf, 1, 2, wenn wir 2 gemacht haben, machen wir eine Sphinx Push-Up. Das heißt, unsere Ellenbogen klappen nach unten, Kopf dagegen, wieder hoch, runter, 1, 2, Push-Up. 1, schauen dabei, dass eure Hüfte schön stabil bleibt, dass man dann nicht in Drehung kann, Sphinx Push-Up. Das Ganze eine Minute lang, bitte. Den wechseln wir eigentlich direkt in eine One-Leg-Glute-Bridge-Supported Box-Dips mit Leg-Rotation. Hört sich komplizierter an, wie es ist. Das Ganze funktioniert eigentlich, wie so ein Glute-Bridge funktioniert. One-Leg, dann das Bein da unten, wir rotieren es nach außen, nach innen, drücken es hoch, stellen das Bein auf, wieder zurück, aber rotieren, hoch, Bein hochstellen, tief, rotieren, hoch, Bein hochstellen. Nach 30 Sekunden wechseln wir das Bein, tief, außen rotieren, hoch, tief, außen rotieren, hoch. Nach den 2 Minuten haben wir eine halbe Minute Pause und dann fangen wir wieder von vorne an. Das Ganze 4 Mal. Viel Spaß!